Hey meine neugierigen Freunde, Forscher um Dustin Stewart von der University of Alaska haben im Denali Nationalpark eine spektakuläre Entdeckung bezüglich Dinosauriern gemacht. Was sie entdeckt haben, das erzähle ich euch in diesem Video. Abonniert gerne den Kanal für spannende neue Entdeckungen in der Tierwelt. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Alaska ist heutzutage ja bekannt für sein sehr raues und kaltes Klima, das oft viele Grad unter Null geht. Aber das war nicht immer so. In der Kreidezeit, also zur Zeit der Dinosaurier, war Alaska ein bisschen wärmer. Da war es im Winter ungefähr wenige Grad über Null, also 2 bis 4 Grad kalt. Es ließ sich dort also aushalten, es gab aber trotzdem schon die Polarnacht. Es war also ewige Zeit lang dunkel und es war also nicht ganz so angenehm wie in anderen Teilen der Welt, wo es halt sehr viel wärmer war. Und von dem her könnte man sich vorstellen, dass auch die Dinosaurier damals nicht viel Lust hatten, sich dort aufzuhalten, beziehungsweise länger dort aufzuhalten, als nur auf der Durchreise zu sein, sondern eben richtige Populationen dort großzuziehen und so weiter. Aber es war anscheinend tatsächlich so, denn Forscher haben schon 2014 herausgefunden, dass in Alaska sehr viele Dinosaurierpopulationen über einen langen Zeitraum existierten, die dort ihre Kleinen großgezogen haben und über viele Generationen halt dort waren. Und das haben sie herausgefunden über Dinosaurier-Fußspuren, die fossiliert waren. Ja, man denkt sich immer, es können eigentlich nur Knochen zu Fossilien werden, aber es können auch Fußspuren zu Fossilien werden. Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, wie kann denn das geschehen? Es ist doch eigentlich der Witterung die ganze Zeit ausgesetzt über Jahrmillionen, das müsste sich doch abschleifen und irgendwie ja, abbauen, sodass man das heute gar nicht mehr identifizieren kann und irgendeinem Dinosaurier oder einem anderen Tier zuordnen könnte. Aber das geht tatsächlich. Und zwar, wenn es große Sumpf- und Schlammgebiete damals gab, in denen eben die Fußspuren sich gehalten haben über einen langen Zeitraum und so irgendwann aushärten konnten und dann irgendwann in tiefere Erdschichten absinken konnten. Und so konnten sie sich da halten. Die wurden da ähnlich wie eben Knochen dann konserviert und dann in Schichten eben übereinander immer wieder mit neueren Spuren aufgestapelt. Und so können sich eben Formen, die eigentlich normalerweise durch Wind, Wetter, Wasser abgeschliffen werden könnten, halt über Jahrmillionen halten. Und irgendwann, wenn wir Glück haben, tauchen die dann wieder auf, wenn sich zum Beispiel Berge bilden, die dann die Erdschichten aufschieben und aufbrechen. Und so kommen irgendwann möglicherweise Fußspuren, die fossiliert waren, in den tieferen Erdschichten wieder zum Tageslicht. Und dann können Forscher das genau untersuchen. Und so ist es eben auch in Alaska. Alaska ist sogar sehr bekannt dafür, dass es dort große Fußspurenfelder gibt von Dinosauriern, die man untersuchen kann. Und wie gesagt, 2014 hat man da schon einige gefunden, aber jetzt haben Forscher das größte Dinosaurier-Fußspurenfeld Alaskas entdeckt. Dieses Fußspurenfeld ist 66,3 Meter hoch, vertikal, also das ist jetzt sozusagen an einem Berg. Und es hat eine Fläche von 7500 Quadratmetern und befindet sich in der Cantwell-Formation im Denali Nationalpark. Jetzt könnte man sich denken, wenn man das so anschaut, sind die Dinosaurier damals bergauf gelaufen? Nein, wie gesagt, das hat sich aufgeschoben und war früher natürlich flach. Aber jetzt, wenn die Sonne richtig scheint, kann man sehen, dass dort ein großes Feld von Fußspuren zu sehen ist. Und dieses Feld, das enthüllt spektakuläre Dinge. Man kann dort herauslesen, was dort damals alles passiert ist und abgelaufen ist und welche Tiere dort gelebt haben. Die Forscher haben herausgefunden, dass dort vor allem Hadrosaurier, also die nennt man auch Entenschnabelsaurier wegen ihrem Schnabel, gelebt haben. Und zwar in allen Größen und Altersklassen. Das heißt, diese Tiere haben dort Familien gehabt und die aufgezogen. Das heißt, die waren nicht nur auf der Durchreise, denn diese kleinen Spuren, die konnte man den Jungtieren zuordnen. Und die Jungtiere hätten laut den Forschern eine solch lange Reise, wenn sie eben durchgereist wären, noch nicht überstanden. Das heißt, die mussten sich dort niedergesetzt haben und dort gelebt haben. Und zwar über viele Generationen. Denn die unterschiedlichen Schichten haben bewiesen, dass die Tiere dort, diese Hadrosaurier, schon sehr, sehr lange gelebt haben. Die Fußabdrücke sind auch sehr, sehr gut erhalten. Man sieht sogar die einzelnen Zehen und auch die Hautabdrücke sogar zum Teil. Und das ist wirklich einzigartig. Die Forscher sagen, das ist wirklich eine Goldgrube, eine super Fundstätte, um die Kreidezeit damals vor 70 Millionen Jahren zu erforschen. Die Hadrosaurier, die gehören zu den Pflanzenfressern.
Aber in diesem Gebiet gab es damals auch Fleischfresser, denn das belegen die Spuren von Tyrannosauriern und auch Raptoren, von denen es aber nur einige wenige gab. Das heißt, dieses Gebiet wurde damals hauptsächlich von Pflanzenfressern besiedelt und zum Teil kamen auch Fleischfresser vorbei, die vielleicht sogar diese Hadrosaurier angegriffen haben. Und es gab auch noch Abdrücke von Wartvögeln in dieser Gesteinsformation, die im Gesamten übrigens als Kolosseum bezeichnet wird. Und man hat auch noch Fossilien von Süßwassermuscheln gefunden. Das heißt, dieses Gebiet war damals ein unglaublich reichhaltiges Ökosystem. Das war ein Flusssystem mit vielen Teichen, Bächen und auch vielen Bäumen, Nadelbäumen und auch Laubbäumen. Also ein unglaublich, ja, belebtes Gebiet, das damals von unfassbar vielen Dinosaurierarten besiedelt war. Und heute sehen wir das als steile Klippe eines Berges. Das ist doch unglaublich, oder? Dass man das heutzutage noch sehen kann, wo die Dinosaurier damals gelaufen sind. Als ich 2019 in Australien war, habe ich auch schon solche versteinerten Fußspuren gesehen, aber ja, solche großen Felder, die dann bezeugen, dass die auch wirklich richtige Wanderungen zusammen gemacht haben als Familien. Das ist wirklich krass, dass wir das heute noch sehen können. Und eben, ja, dass das erhalten geblieben ist und nach über 70 Millionen Jahren immer noch sichtbar ist. Das kann man sich kaum vorstellen zum Teil. Denn man muss sich nur mal vorstellen, man legt heutzutage irgendwas in die Natur raus. Sei es irgendein Tongefäß oder sonstiges und lässt das da mal ein Jahr oder zwei Jahre liegen, irgendwo in der Witterung, im Regen. Dann kommt man da an und ja, man glaubt eigentlich nicht, dass so ein Teil dann nach zwei Jahren noch irgendwo liegt. Da wird Wind oder Wetter das halt mitgenommen haben, zerbrochen haben, irgendwo in die Erde gedrückt haben. Aber wenn das da noch liegen würde, da würde man dann denken, okay, wie kann denn das sein? Aber dass dann eben nach 70 Millionen Jahren noch solche Spuren zu sehen sind von Dinosauriern, das finde ich echt faszinierend. Und die Forscher hat das natürlich auch fasziniert. Die haben das in 3D dann eingescannt und werden das jetzt alles ganz genau untersuchen. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Ciao.